Es geht um Mut und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich denke immer, wenn Richtungswechsel vonnöten sind, braucht es ja Mut, weil es irgendwo ein Aufbruch in die Unsicherheit ist. Das heißt, es braucht Leute, die Mut haben, um diesen Richtungswechsel irgendwie anzustoßen und dann diesen Weg zu gehen. Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo ein Richtungswechsel eben vonnöten ist. In vielerlei Hinsicht. Wir kommen aus der Krise, sind teilweise auch noch drin, müssen Dinge anders angehen. Wir brauchen Leute, die den Mut haben, das anders zu machen. Dann der zweite Teil, da geht es ja dann um Rewarding, also um die Belohnung für diesen Mut. Und dann fragt sich natürlich, welcher Mut ist damit gemeint und welche Art von Belohnung sprechen wir hier an? Es ist eine finanzielle Belohnung. Braucht Mut überhaupt Belohnung? Und da kommen dann natürlich auch die ethischen Aspekte rein. Ich glaube, Mut hat nicht nur etwas mit dem Eingehen von Risiken zu tun, sondern es hat auch etwas mit Vorsicht zu tun. Und ein mutiger Mensch, und das wird ja in der Philosophie, ist ja Mut eine Tugend, oder wird als Tugend beschrieben. Das heißt, es ist kein kopfloses Eingehen von Risiken, sondern eigentlich ein vorsichtiges Eingehen von Risiken. Also es geht immer, die Vorsicht schwingt da immer mit. Und wenn die Vorsicht verloren geht, dann schlägt es irgendwo um in Waghalsigkeit, Rücksichtslosigkeit. Und vielleicht haben wir das ein bisschen gesehen in den letzten Jahren, also dass diese Trennlinie zwischen wohlverstandenem Mut und eben rücksichtslosem Risk-Taking im Englischen, dass diese Linie sich ein bisschen verschoben hatte. Man kann Vorschriften implementieren, Leitplanken setzen und dann hoffen, dass diese Leitplanken irgendwie eingehalten werden. Ich glaube, das ist so quasi die Top-Down-Richtung. Aber ich glaube, das muss dann irgendwie ergänzt werden mit einem Bottom-up-Approach. Also dass sich nicht nur an Leitplanken orientieren, sondern versuchen, verantwortungsvolles, integres Handeln in der Unternehmung, in der Unternehmenskultur auch irgendwo festzumachen und zu fördern. Und das würde dann vermutlich dazu führen, dass eben, wenn es Lücken gibt, diese Lücken nicht per se ausgereizt und ausgenutzt würden, sondern dass eine integre Unternehmung dann sieht, das ist eine Lücke, wir könnten das ausnützen, aber wir tun es eben nicht im Namen der Verantwortung. In der Wirtschaftsethik-Literatur wird die Kultur des Unternehmens oftmals als Gewissen des Unternehmens bezeichnet oder der Charakter des Unternehmens. Also eben dort, wo Praxis eigentlich gemacht wird oder wo es nicht nur um irgendwelche Vorschriften geht oder um formale Regeln, sondern das, was gelebt wird innerhalb der Unternehmung. Und das kann man durchaus beeinflussen. Also es fängt ganz trivial damit an, dass man die Werte als leitende Person vorlebt, die man von seinen Mitangestellten eben auch erwartet. Solche Dinge. Und dann gibt es Code of Conducts zum Beispiel, also wo man dann doch Leitplanken setzt, wo es um wirklich fundamentales Verhalten geht. Es geht um die Incentive Systems zum Beispiel in einer Unternehmung, also dass man zum Beispiel Courage oder Moral Courage, also den moralischen Mut, den Mut moralisch und integer zu handeln, eben auch belohnt innerhalb eines Unternehmens. Und oftmals heute sehen wir eigentlich immer noch, dass das Gegenteil der Fall ist, sondern dass es eigentlich eher Abreize gibt zu diesem Verhalten. Und ich glaube, das sind alles Ansatzpunkte, wo ein aufmerksames Management durchaus etwas bewirken kann. Also ich hoffe und erwarte irgendwo auch, dass das Thema Mut sehr, sehr breit diskutiert wird. Und dass es eben nicht nur darum geht, über den Mut zu diskutieren, der eben gebraucht wird, um gewisse geschäftliche Risiken einzugehen und dann zu realisieren und wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern dass es tatsächlich auch um den moralischen Mut geht, also um das Einstehen für Werte, um das Fördern solchen Verhaltens innerhalb von Unternehmen. Also wir denken zum Beispiel an das Whistleblowing, also dass Angestellte dazu ermutigt werden, eben mutig zu sein, wenn sie Dinge sehen in Unternehmen, die falsch laufen, dass sie diese Dinge ans Licht bringen, anstatt wegzuschauen. Dass diese Themen eigentlich im Kern auch diskutiert werden, dieses Forums. Ich glaube, es ist heute ganz, ganz wichtig, dass diese Fragen breit angeschaut werden. Wenn Mut wichtig ist, wenn moralischer Mut wichtig ist, was heißt das für uns als Ausbildende? Wie müssen wir unsere Lehre gestalten, dass wir unseren Studenten moralischen Mut auf den Weg geben? Oder dass wir sie ermutigen, mutig zu sein? Und ich habe die Antwort darauf
auch noch nicht, aber ich glaube, es muss ein Teil der Ausbildung werden, oder? Also, dass wir sie wieder ermuntern, zu ihrem eigenen Denken, zu ihrer eigenen Individualität zu stehen und auch dann, wenn es einfacher wäre, mit dem Strom mitzuschwimmen, oder? Also eben gegen den Strom aufzustehen, für seine Werte einzustehen, sich Gehör zu verschaffen und eben vielleicht auch mal was aufs Spiel zu setzen für das.